Wenn du gerade oder regelmäßig an Nackenverspannungen leidest und du nach Übungen suchst, die dir dabei helfen können, diese zu lösen, dann solltest du bei diesem Video auf jeden Fall dranbleiben. Hi, mein Name ist Oliver vom Gesundheitsnetzwerk Health Solutions und ich zeige dir heute meine drei beliebtesten Übungen, die dir gegen die bösen Nackenverspannungen helfen können. Im letzten Video habe ich euch eine häufige Ursache aufgezeigt, die zu einem verspannten Nacken führen kann. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, gibt es hier oben nochmal den Link dazu. Bevor wir mit den Übungen starten, hier nochmal ein kleiner Hinweis zu meiner Übungsgestaltung. Ich versuche immer in jede Übung möglichst viele Muskeln und Faszien mit einzubeziehen, um einfach die Ursache für die Verspannungen noch besser angreifen zu können. Denn diese kann sehr komplex sein. Schauen wir uns hierzu zum Beispiel einmal die oberflächliche Rückenlinie an. Diese reicht von der Stirn über den Hinterkopf, den Rücken hinunter bis unter unsere Fußsohle. Das heißt für uns, diese Muskeln sind alle über unser Bindegewebe miteinander verbunden. In der Praxis bedeutet das, wenn ich im Oberschenkel oder in der Oberschenkelrückseite vielmehr verspannt bin, kann das große Auswirkungen auf meine Nackenmuskulatur direkt am Kopfansatz haben. Lasst uns nicht länger um den heißen Brei reden, jetzt geht's zu den Übungen. Für die Übungen braucht ihr ein bisschen Platz und natürlich euch selbst. Für die erste Übung stellen wir uns hüftbreit auf und gehen in die Hocke. Die Hocke versuchen wir während der Übung die ganze Zeit zu halten. Jetzt gehen wir hin und kugeln uns einmal ein, also Kinn auf die Brust, Hände auf die gegenüberliegende Schulter und den Rücken richtig schön rund machen. Klein machen und dann beim Einatmen den Rücken öffnen, strecken und so weit wie es geht den Kopf heben. Den Rücken fester anspannen, ausatmen, lösen und wieder einrollen. Einatmen, strecken, ausatmen, einrollen. Und wichtig bei dieser Übung, dass ihr wirklich vom Nacken bis zur Hüfte die Muskeln schön mitnehmt, anspannt und wieder entspannt. Übung Nummer 2 ist eine Entspannungsübung. Hierbei geht es darum, unserer Nackenmuskulatur mal eine kleine Pause zu verschaffen, damit diese endlich mal wieder durchatmen kann. Weil ein verspannter Muskel ist wie eine Faust, die ihr ballt und nicht mehr loslasst. Nährstoffe, Sauerstoff, alles was rein will, prallt einfach nur ab und kommt gar nicht mehr durch. Hier ist es ganz wichtig, loszulassen und das mit der Atmung zu unterstützen. Wir stellen uns hin. Ja, ihr dürft hier ruhig entspannt stehen, aber richtet euch schön gerade auf. Der Kopf geht jetzt beim Ausatmen so weit wie es geht mit dem Kinn auf die Brust. Im Anschluss daran pendeln wir mit dem Kopf von der rechten zur linken Schulter. Als würdet ihr mit dem rechten Ohr zur rechten Schulter wollen und mit dem linken Ohr zur linken Schulter. Bei der Übung könnt ihr sehr schön in die Nackenmuskulatur reinfühlen. Gebt euch hier wirklich einen Moment der Ruhe und ein bisschen Zeit zu gucken, wo sitzt vielleicht die ein oder andere Verspannung, diese aufzuspüren und dann bewusst vielleicht auch mit den Schultern auch nochmal eine stärkere Dehnung herbeizurufen, indem ihr die jeweilige Schulter nach hinten zieht. Für Übung Nummer 3 solltet ihr euch einen Stuhl zu Hilfe nehmen. Hierfür setzen wir uns einmal auf die 4 Buchstaben.
Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Kommen wir jetzt zur dritten und letzten Übung. Hierfür setzen wir uns ganz aufrecht hin. Zieht den Bauch ruhig ein bisschen ein, stolze Brust und achtet darauf, dass der Hals ganz gerade ist. Jetzt nehmen wir beide Hände auf die gegenüberliegende Schulter und rotieren mit dem Kopf und der Brustwirbelsäule nach rechts und links. Ausatmen, so weit wie es geht nach rechts. Einatmen zurück und dann nach links. Ihr werdet merken, dass ihr von Bewegung zu Bewegung immer ein Stückchen weiterkommt. Da im Alltag der Körper oft dem Blick einfach folgen möchte, werden wir dadurch in Anführungsstrichen ein bisschen steifer. Deswegen trennen wir jetzt einmal die Bewegung vom Kopf und dem Oberkörper. Hierfür Hände wieder auf die Schultern. Jetzt drehen wir uns so weit, wie es geht, nach rechts. Drehen dann den Kopf nach links. Und jetzt entgegengesetzt zueinander rotieren. Und hierbei dürft ihr euch mal fühlen, wie ein nasses Handtuch, das ausgewrungen wird. Sehr stark die Muskeln an- und wieder entspannen. Geschafft, das war's auch schon mit den Übungen. Damit ihr die Übungen nicht so schnell vergesst, notiert euch diese am besten auf einem kleinen Zettel und legt ihn an den Arbeitsplatz oder zu Hause dahin, wo ihr immer wieder drüber stolpert. Hat dir dieses Video gefallen und geht es deinem Nacken schon etwas besser? Dann lass uns gerne ein Like da, abonniere den Kanal und teile es gerne auch mit deinen Freunden und der Familie. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.